Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Charlotte Tilbury Mystery Summer Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe sie mir gekauft für 115 Euro und sie soll einen Warenwert von 231 Euro haben. Die ist jetzt relativ schnell bei mir eingetroffen, was ich sehr schön finde und ich schaue mal, ob die noch verfügbar ist. Dann setze ich euch dazu einen Link in die Infobox. Ja, Charlotte Tilbury, haut raus. Ich finde es immer sehr schön, wenn die Mystery-Boxen am Start sind. Eine wundervolle Followerin von mir hat mir das geschickt und daraufhin habe ich das dann gefunden, habe es auf Instagram gepostet und hoffe, dass viele von euch auch zugeschlagen haben. Ich habe mir zwei verschiedene Probensets auch mitbestellt. Kann man immer machen, wenn man dort bestellt und ich gebe die halt immer weiter, weil ich habe die Produkte tatsächlich auch schon hier. Da habe ich mir einmal die Charlotte's Beautiful Skin Foundation in Probensets mitbestellt und witzigerweise, ich glaube, ich habe die Nummer 1 und das geht hier, die Nummer 2 ist das hellste, okay, ja schade. Und den Hollywood Flawless Filter habe ich hier auch noch mit dabei, da ist aber eine ganz gute Farbrange auch mit dabei, auch das hellste ist enthalten. Ne? Sowas packe ich gerne bei Verlosungsboxen auch mal mit rein oder ne, anderweitig, dass man das halt einfach weitergeben kann. Fancy, okay, ja. Ich habe tatsächlich die umweltfreundliche Verpackung ausgewählt und habe bekommen ganz schön viel Müll. Naja, Sammy, wir kommen damit klar, nicht wahr? Hier haben wir dann jetzt einmal die Box. Wunderschön, ne? Also die wird auf jeden Fall auch weiter verwendet und weiter wandern. Wahrscheinlich sogar im Umkarton und dann als Verlosungspaket zweckentfremdet werden. Das Ganze ist hier mit einem Klebi verschlossen. Und dann öffne ich das umfangreiche Seitenpapier. Okay, da ist was ziemlich Schräges auch drin, das gucken wir uns gleich mal an. Ist ganz gut gefüllt. Und jetzt schauen wir mal, was hier 231 Euro wert sein soll. Das erste ist der Glow Toner mit Niacinamiden. Der soll porenverfeinernd sein, Peptide geben und eine peelende Wirkung haben. Sehr interessant. Das schaut einmal so aus. Ich meine, dass ich den Glow Toner schon mal hatte, aber nicht behalten habe. Vitamin C ist hier auch mit dabei. Ja, das schauen wir uns auch mal an. Das dürfte eine Full Size sein, also eine Originalgröße. Ne, Sammy? Originalgröße? Oh, nee, das hatte ich noch nicht. Das ist so ein milchiges Produkt. Ist auch relativ neu. Draußen ist hier gerade eine Wespe, die rein möchte, aber die lassen wir nicht rein, Sammy, ne? Das hier ist unsere Safe Zone. Genau, ja, das kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren und euch dann auch mal was dazu sagen, denn ich persönlich finde auch die Pflegeprodukte von Charlotte Tilbury wirklich gut. Das nächste, was ich drin habe, das hatte ich auch noch nicht, cool, ist Charlotte's Magic Lip Oil Crystal Elixir. Das haben wir hier und dann werfen wir mal einen Blick hinein. Ein Lippenöl finde ich auch super, ne? Ist halt ein wundervolles Zwischending zwischen Lippenpflege und Lipgloss. Ja, schaut einmal so aus. Lip Conditioner by Day, Lip Mask by... Nein, Lip Conditioner by Day, Lip Mask by Night. Okay, ja. Okay, nenne es, wie du willst. Was haben wir denn hier für einen Applikator? Ein Roller. Für so To-Go ist es mal eben ganz schnell drüber, ganz schön. Ja, aber ich hätte es mir ehrlich gesagt so nicht im Laden gekauft, weil dafür wäre es mir wahrscheinlich auch einfach zu hochpreisig gewesen. Jetzt kommen wir mal zu dem schrägen Produkt. Full Fat Lashes. Five Star... Mascara. Aha. Habe ich die schon? Ich glaube schon, oder? Das ist einmal die hier. Ich meine nämlich, dass ich mir die letztens mal irgendwo auch gekauft habe. Ich meine schon, Sammy. Was meinst du? Du versteckst dich vor der Wespe. Ne? Die Wespe ist gemein. Nee. Full Fat Lashes. Curl Separation Volume Length Drama. Die soll ganz schön viel coole Sachen machen. Mal hin kurz gucken. Was meinst du, Mausepups? Hat Frauchen die Mascara? Ich habe die Legendary Lashes Volume 2 mir gekauft. Das ist noch eine andere. Ach was. Ey, das sind jetzt drei Produkte bislang, die ich noch nicht hatte. Riecht nach Mascara. Hat ein fancy Faserbürstchen. Guck mal, wie bouncy das aussieht und wie krass, also ne, vorne spitz zusammenlaufend, das sieht aufregend aus. Bitte sei toll, werde ich dann demnächst mal auch solo verwenden. Oh,
Lässt sich auf jeden Fall hier auch noch drauf machen. Mal gucken. Ich werde die auf jeden Fall mal ausprobieren. Kommt dann demnächst in einem Neuheiten-Fullface auch mal in Anwendung. Aufregend, dass die hier Neuheiten so reinpacken. Aber das ist halt bei diesen Mystery-Boxen, hast du oft Glück, ne? Aber ich meine, 115 € ist auch wirklich eine Ansage. Hier habe ich jetzt Rockin' Cool Iconic Liquid Eye Pencil. Liquid Bedroom Black ist die Farbe. Bist du wirklich flüssig? Dann feiere ich das, weil dann habe ich den noch nicht. Ich habe Kajalstifte schon mal gehabt. Du bist nicht Liquid. Wo bist du denn Liquid? Das ist nicht Liquid. Ne? Und ich meine, dass ich halt so einen auch schon habe. Und ich bin halt nicht so der Ultra-Kajal-Fan. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ist halt wirklich ein Schwarz, ne? Bedroom Black, ja. Und das dürfte auch mehreren gefallen. Ich habe jetzt heute auch auf der Wasserlinie Kajal, ne? Von Nabla. Aber, ja, doch. Also es passt schon in die Box, definitiv. Da beschwere ich mich nicht. Dann haben wir hier noch ein Lippenprodukt. Super Nudes Luminous Modern Matte Longlasting Lipstick in der Farbe Catwalking. Das ist dieser hier. Hab gerade geguckt, den habe ich noch nicht. Das ist ein etwas dunklerer Nude-Ton, aber sieht sehr, sehr ansprechend aus. Kann ich jetzt mal drauf machen, ne? Ach krass, ja, der hat wirklich Glow auch mit dabei, aber angenehm. Also das sieht jetzt nicht so glitzerig aus, sondern der hat halt so einen Schein mit dabei. Modern Matte trifft es definitiv, ne? Weil der ist eigentlich schon matt, aber der hat so ein bisschen Bewegung auch am Start. Mag ich gerne leiden, passt auch gerade sehr gut zum Look, ne? Cooler Lippenstift. Dann habe ich aber noch ein Produkt hier drin und das ist ja geil. Luxury Palette of Palette of Pearls Color Coated Eyeshadows. Achso, ich dachte erst, es wäre eine Face-Palette. 4 Töne sind hier drin, also ein Quad Celestial Pearl. Das sieht so hübsch aus. Guck mal, wie schön das ist. Oh ja, das ist alles Schimmer. Oh, die ist so schön, die will ich gar nicht benutzen. So schön finde ich die. Guckt euch die mal an. Ist das eine LE gewesen oder so? Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig beim Swatchen. Ich will den nicht kaputt machen hier oben. Der sieht ja hammermäßig aus. So ein Shift Gold zu Rosa. Krass. Ja, und wirklich alles Schimmer. Die kannst du dann vielleicht mit einem Bronzer zusammen kombiniert verwenden oder so, ne? Schön. Ne? Ja. Vor allem, also, so eine Art Limited Edition hier drin. Es sind alles Produkte, die ich behalten möchte. Ich glaube sogar den Kajalstift. Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal tief in mich gehen. Aber es sind alles Produkte, die ich halt echt noch nicht hatte. Und das finde ich sehr, sehr gut. Sonst habe ich, ich habe mit dem Gedanken auch gespielt, ob ich mir die Box hole, weil ich habe tatsächlich ja auch mittlerweile schon relativ viel mir angesammelt von Charlotte Tilbury und habe dann gedacht, ich weiß ja nicht, ne? 115 € und dann hast du vielleicht ein Produkt, was du daraus behalten möchtest, aber letztendlich, alle Produkte kenne ich nicht, alle Produkte sind neu für mich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte sind in dieser Box. Jackpot. Also für mich definitiv Jackpot. Falls du diese Box auch gekauft haben solltest, schreib mir super gerne in die Kommentare, was in deiner Box drin war, dass man sich da ein bisschen austauschen kann. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass ich einen Glücksgriff hatte, ne? Ja, und dann wäre es das hier einfach mal von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.